sehen Sie jetzt im Planet. DJ Irgendwo. MP3-Sounds erobern die Welt. Jeder hat eine Chance in der Musikmaschine des World Wide Web. 37 Millionen Musikfreunde weltweit sind empört. Seit sich der Medienriese Bertelsmann vor wenigen Tagen mit der internationalen Klangbörse Napster zusammengetan hat, fürchten sie um ihr GEMA-freies Vergnügen. 12.000 Lieder pro Sekunde wurden von den Netzpiraten Napster bislang gebührenfrei heruntergeladen. Und das dank MP3. Ein Verfahren, das die schnelle Übertragung von Musikstücken aus dem Internet ermöglicht. Der MP3-Erfinder ist vor 2 Wochen mit dem Deutschen Zukunftspreis ausgezeichnet worden. Sein Ruhm reicht bis in die oberste US-Polizeibehörde. So warnte das FBI kürzlich die Internetgemeinde: Du sollst nicht deines Nachbarn MP3-Song begehren. Vergeblich. Tatort Thüringen. Ein trister Plattenbau. Im 6. Stock der Arbeitsplatz des Mannes, der schon das FBI auf den Plan gerufen hat. Professor Dr. Karl-Heinz Brandenburg. Erfinder des legendären Musikformats MP3. Mit seiner Idee, Audiodateien durchs Internet zu jagen, löste er eine Revolution aus. Er veränderte die Musikwelt. Der Globus tanzt nach Brandenburgs Sounddateien. Dass es Millionen von Anwendern findet, war sicher ein Traum, den man mal geträumt hat, aber nicht wirklich dran geglaubt. An seinem Schreibtisch brütet der Professor schon an der nächsten Revolution, MP4. Die Nachfolgetechnik soll alles bisher Dagewesene vergessen machen. Noch ist die Welt ahnungslos. Doch der MP4-Prototyp powert schon in Ziffern und Kurven auf den PCs. Es enthält wirklich komplexe Möglichkeiten, die Musik darzustellen, also nicht nur Lautstärke zu ändern, sondern Nachverarbeitung mit der Musik zu machen. Dabei hat Brandenburg schon mit MP3 so einiges angestellt. Zum Beispiel Ehen geschlossen, Musik-Ehen, wie die des Techno-Duos TVO und Vega. 2 N20er, die als DJs die Disco-Jünger in Wallung bringen. Ihre Songs kommen aus einfachen Kaufhauscomputern. Sie programmieren MP3-Files in CD-Qualität. Ich habe erst Tracks von ihm im Internet gefunden. Dann habe ich einfach angeschrieben, gefragt, ob ich einen Track von ihm remixen kann. Und ja, daraus entstand im Prinzip reger E-Mail-Kontakt. Und Ende 98 haben wir dann beschlossen, gemeinsam Musik zu machen. Das Witzige war allerdings, dass zwischen uns einige Kilometer Unterschied sind und wir uns bis heute nicht gesehen haben. Peter wohnt in Bayern, Marco in Westfalen. 600 Kilometer Distanz, im Internet nur Sekunden voneinander entfernt. Songentwicklung, Ideen, Diskussionen, alles wird per E-Mail und Chat geregelt. Ein handelsübliches Keyboard reicht und der Electronic Sound ist perfekt. Also der Marco hat jetzt im Prinzip knapp 1 Minute 20 an Beats da reingebracht und dann zu mir geschickt. Und ich habe jetzt knapp 2 Minuten noch an Melodienparts reingebaut und werde ihn dann jetzt nächsten Tag in den Marco zurückschicken. So, jetzt kommt das Break von Marco. Und jetzt kommt mein Teil. Die Songs finden sich derzeit auf ihrer Homepage oder großen MP3-Surfern. Dort sind TBO und Vega längst ein Top-Act. Wenn wir alles zusammenzählen, haben wir in 1,5 Jahren etwa 700.000 Mal unsere Songs weltweit unter die Leute gebracht. Und das ist eigentlich schon mal recht erfolgreich für eine Band, die eigentlich keine Promotion, gar nichts gemacht hat und wirklich nur im Internet präsent ist. Im Plattenbusiness wäre das Duo mit Platin dekoriert. Jetzt haben sie einen Plattenvertrag vom interaktiven Label Virtual Volume in Hamburg. An dessen Spitze Björn Mattes, vorher Viva, und Andreas Heinecke, Ex-Musikchef von MTV. Junge Chartstürmer, die den Schritt vom virtuellen zum wirklichen Star wagen wollen, sind bei den Hamburgern goldrichtig. Ihre Homepage ist eine virtuelle Plattform zum Austoben.
wenn jemand meint, er möchte seine Musik selber veröffentlichen, das ist ja das Sympathische eigentlich an MP3, dass man die Möglichkeit hat, selber zu entscheiden, wann möchte ich gerne meine Musik dem Volk näher bringen. Wir finden die Stars von morgen über das Netz, bauen sie auf, schaffen eine Community für sie, um sie dann über verschiedene Vertriebswege zu vermarkten. Die Kontakte zur Plattenindustrie sind bestens. Für zwei ihrer MP3-Acts, Gallery und Hosh, wurden aufwendige Videos produziert. Die katapultierten die Bands schon in die deutschen Top 100. Heinecke und Mattes sorgen auch dafür, dass die Marketingmaschinerie läuft. Grafiker kreieren das Image. Das kommt alles auch auf TBO und Vega zu. Ihr Titel Cosmic Space war den Hamburgern aufgefallen. Der Song war lange Zeit in den Top 10 bei uns in den Charts, wurde oft downgeloadet, wurde oft geklickt, ist uns aufgefallen und wir haben mit denen Kontakt aufgenommen und sind jetzt gerade in der Vorbereitung der Veröffentlichung und der Produktion. Die CD ist greifbar nah. Das Duo bastelt daran. Und noch immer haben sie einander nicht gesehen. Wenn das mit der CD-Veröffentlichung rum ist, werden wir wohl nicht umhin können, uns zu Promotion-Terminen auch zu treffen. Aber bis dahin werden wir uns schön entfernen voneinander. Gar nicht weit entfernt ist Brandenburgs neuestes Projekt, die intelligente Stereoanlage. Er baute ein durchschnittliches deutsches Wohnzimmer nach, packte es voll mit Elektronik und 48 Lautsprechern. Diese werden vom neuen Multimedia-Format gespeist, MP4. Das ist in der Lage, jede einzelne Musikspur zu steuern und auf die Umgebung anzupassen. Für das menschliche Ohr entsteht so ein perfekter Sound. Es ist ganz klar, dass wenn hier mal lauter aufgedreht wird, das für die direkten Nachbarn nicht so schön ist, weil die akustische Entkopplung nicht so gut ist. Allerdings muss man sagen, dass heute in Neubauten die Standards auch schon sehr viel besser sind. Das heißt, ich denke, es wird in Zukunft möglich sein, naturgetreue Musik zu hören, ohne dass sich da Nachbarn beschweren müssen. Brandenburg ist kein Mann der lauten Töne. Er ist bescheiden. Statt an Orten wie Silicon Valley oder Hongkong zu wirken, bleibt er seiner Platte treu. Wer mehr von TBO und Vega hören möchte, die aktuellen Hits, kann man sich auf unserer Homepage unter www.planetopia.de herunterladen. Gleich berichten wir über die Vorbereitungen zur härtesten Segelregatta der Welt und wir haben diese Themen.